Jo. Hallo und herzlich willkommen in Starbound. Yay, wir machen die Welten hier im digitalen Universum unsicher. Und auch ein bisschen sicher, aber das ist eher unwichtig. Hallo und zurück zu einer neuen Folge. Yay, ich sitze wieder auf meinem bequemen Stuhl und meine Mitspielerin sitzt hier gegenüber auf einem bequemen Sofa mit Holz dran. Ja, und zwischen uns ist diese wirklich pieksige... Alter, ich wollte die putzen und die piekst. Kakteer. Ja. Horodera. Aus dem Diridam. Quadranten. Okay. Aus dem Diridam Quadranten. Von einem Schlafradiner. So, aber genug von anderen Spezies. Wir gehen jetzt hier auf unseren Planeten. Auf den Aber neuen. Moment, ich muss da eine Kleinigkeit vorbereiten. Weil man darf ja auf Planeten nicht ohne weiteres so wandern. Und genau, man muss ja vorher gemäß ankündigen. Genau. Also in diesem Sinne, so und Wop to Planet. Neuer Planet. Erkunde von uns beiden hier. So, als kleines Gimmick. Das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Egal, ob YouTube das blockiert oder nicht. Ich nehme ja keine Einnahmen, von daher. So, jetzt muss ich aber wieder den Timer öffnen. Ich habe auch schon eine schöne Flagge aufgestellt. So. Nämlich, ich kann die Timer-App echt empfehlen, weil die permanent weiterläuft. So. Aufteilen oder gemeinsam? Wir teilen uns... einzeln auf. Okay. Oh, ich habe übrigens hier... Ach du Schein. Ich habe Toren Bulbas hier. Ernsthaft, die sind so kackbraun wie die Schokoladenscheiße. Warum unbedingt Kohle? Weil ich im Ofen gelandet ist. Aus... Nein, ich sag jetzt nicht Afrika. Mist, jetzt habe ich schon gesagt. Boah, Alter. Ja, was hat der Planet denn hier bitte für eine Gravitation? Ich kann kaum springen. Achso, ich dachte schon, das lag an mir gerade. Boah, hat der eine große... Boah, Alter. Cool. Aber ich komme jetzt ein Dach in deine Richtung, weil rechts ist mir... Ich hab Angst. Oder doch nicht? Ach, ich bin mutig. Pff. Mann, ich bin ja doch schon ganz schön entschlossen. Das muss ich mir ja schon mal nicht einstehen. Böse? Ja, sie sind freundlich. Freundliche. Boah, Alter. Ich, Alter, nein, oder? Boah, jetzt komme ich hier nicht... Boah, kack, die Wurst in die Hose. Ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ja, toll, das ist auch sehr schön. Ach, jetzt muss ich... Boah, die Schwerkraft, die ist eher krass. Sie ist so krass. Ne? Was? Nicht schwer. Nee, die ist sehr, sehr kraftvoll, aber schwer... Nee, also schwer fühlt sie die sich jetzt nicht an. Also ich kann mich noch frei bewegen. Noch so ein bisschen zumindest. Boah, ist die... Ja, und dann hast du hier einen Säurefluss nach dem anderen. Ey, links? Links ist nicht so viel. Ja, du hast ja auch den linken Weg gewählt. Die sind immer alle link. Link, here come to town, Princess Zelda. Was? Nein, ich habe mich umentschieden. Ich bin ein sehr flexibler Mensch. Boah, ich kann mich hier kaum bewegen. Eure Bötz. Nein. Ich bin... Nein, das hat sich noch nicht mal gelohnt. Alter, immer diese Säure. Ich finde es toll. Säure ist übrigens sehr förderlich gegen jegliche Art von Verkrampfung, wenn du dich in sich selbst auflöst und eine Pfütze wirst. So, wollte ich mal so am Rande bewegen. Das ist Wut. Zerstöre ich hier einen Torrenbulba. Oh, oh. Feind? Oh ja, es knurrt mich an. Feind? Oh ja, auch Feind. Das Monster hatte sogar einen Wegwerfgriff an sich dran. Da unten ist wahrscheinlich nur Säure, weil der eh schon am Giften ist. Ein Wegwerfgriff. So, genau wie das neue Mewtwo, aber es ist halt Geschmackssache. So, ob man es essen will oder nicht. Ich habe übrigens, wo wir bei Essen sind, ein Passplum. Ein bisschen Was? Gold und eine Flair und eine Ho. Yeah, yep, yep, yo, ho. Yay, yo, up, yo, ho. Ich hatte vorhin auch noch Ho gefunden. Ich hatte aber nur eine. Die hat man mir nicht genommen.
Die hat Mimin nicht nehmen können. Achso, die sind wieder freundlich. Die haben auch so einen Wecker. Boah, Alter, wie viele Kackberge sind denn hier? Ich muss mich immer raufbauen, ey. Mann. Die Böcke und Texas waren noch nicht so hoch. Was? So, Hilfe, aber es... Ja, da kann ich der... Oh, ich hab schon... Ich hab Pelikane hier. Was ist das für ein Planet? Kopflose. Ist das ein Gamma-Planet? Ja. Das erklärt, wie er mich mit einem Haps aufgefressen hat. Hast du ihm wenigstens geschmeckt? Also irgendeinen Nutzen, ne? Ich habe ihn, glaube ich, einmal auf den Kopf hauen können mit meinem Fleischerhammer. Ja, warum? Dadurch wird er doch nur schlauer. Genau, ein Schlag auf den Hinterkopf fördert das Ding für mich. Ne? Richtig, genau, so schaut's aus. Und übrigens, wir haben hier wieder einen Dschungel. So ein mini ausgedörrter Dschungel, nicht besonders viel Dschungel. Was? Ein bisschen Farbe. Das bewegt sich eher im Alpha-Bereich. Ich bin meistens überrascht. Das, ich habe nur den Planeten genommen, der in demselben Sonnensystem war. Aber die sind schnell tot. So, was? Ich war nur überrascht über diesen schnellen Tod. Ja. Deine Seele Hotte Hykon. Ich wollte eigentlich sagen, deine Seele konnte wenigstens noch einen schnellen Frieden finden, wa? Kennst du Hoppe Hoppe Reiter? Wenn er fällt, dann Schreiter, wenn er dann Reiter. Boah, Alter, boah, hat er mir Schaden gemacht. Also, ich kenn das ganz. Das ist gut, dass du das ganz kennst. Ich kenn auch Donald. Und der ist eine Duck. Ja, das ist nämlich keine Gans. Ganz oder gar nicht? Dann erzähl. Was denn? Das, was du gerade in deinem Kurzzeitgedächtnis mir mitteilen wolltest. Achso. Das heißt, glaube ich, Hoppe Hoppe Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, dann macht er Reiter plump. Ja, vor allem der letzte Part, das kenne ich auch. Nur der letzte Part an dem Ganzen ist so witzig, weil es sich gar nicht reimt. Wieso? Sumpf und Plumps. Sumpf, Plumps. Das reimt sich nicht. Klingt auf jeden Fall nicht schön. Na komm, Trigger. Oh, Alter, das war doch klar. Nein. Boah, das hart. Oh, ja, deswegen habe ich auch gerade den Falschen noch zusätzlich angegriffen. Zusätzlich habe ich noch den Falschen angegriffen. Zwischenboss tot. Sudden Death. Critical Hit! Monster Kill! So. Heilen. 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 Heile, heile Gänschen, wacke mit dem Schwänzchen. Holst du dann die Gans, nimmst du dann den Schwanz. Was? Haha. Sprach der Hase aus Hamburg. Der Hase ist der Vase. Auch der Nerz sprach einen Scherz. Die elegante, charmante, verbannte. Die elegante, verbannte, verbrannte Mante. Unbemannte. Hier sind kaum Rohstoffe im Boden, habe ich irgendwie das Gefühl. Man muss mir hier konzentriert sein, weil die alle so stark sind. Ach, du kannst sogar konzentrieren. Und das sogar in Triad. Mein Gott, Respekt. Konzentrat. Gibt's auch ein Konzentrit? Und ein Viert. Macht keinen Sinn, aber macht den. Nein, aber es muss nicht mal alles Sinn ergeben, ne? Oh Gott. Ja, manchmal doch, aber... Hey, manchmal ist der Sinn hinter der Sache der Sinn, der da fehlt. Oh, ich trau mich nicht runter. Ich bin... Ich komme hier noch nicht mal runter. So. Oh, hier unten haben wir Schlammmatsch, Erdematsch. Freunde. Wasser. Das ist aber irgendwie lustig, wenn die einen Slow-Mo angreifen. Ja, und die E-Teams einem verfolgen, als wäre es so ein Bulk von Termiten. Hornissen. Termiten. Hornissen, meine ich. Nichts ist beschissen. Nichts ist so beschissen wie Hornissen. Kennt man ja den Spruch. Wusstest du, dass Hornissen unter Artenschutz stehen? Ja. Obwohl die so gefährlich sind.
Ja. Wir greifen echt alles an. Ja, nicht ganz. Doch, alles, was sich ihrem Nest nähert. Ja, eben. Alles. Egal, ob du das Land vorbeiläufst oder nicht. Boah, Alter, was ist denn das hier für eine gigantische Höhle? Ich bin hier nur am Runterfallen, die ganze Zeit, und es hört nicht auf. Und jetzt bin ich am Boden angekommen. Nicht, dass du gleich stirbst, weil du in unendliche Tiefen stürzt. Nein. Das wären eher die unendlichen Weiten. Ja. Gerade angesprochen, schon ist hier so ein riesen pompöses Loch. Da siehst du mal. Ich hoffe, das Wasser bietet mir Gleitschutz. Ja, das Wasser bietet mir Gleitschutz. Jetzt auch bei Ihnen. Freund. Erstmals freundlich, dann feindlich und dann setzt du Musik ein. Boah, Schnitzel trifft. Ja, toll. Ich treffe ihn, wenn er mich endlich mal trifft. Schnitzel trifft Paniermehl. Schnitzel trifft Paniermehl in Pfanne gleich bei Ihnen. Sehen Sie auch jetzt. Genau, nur echt mit dem Rührei. Was? Das war auch wieder viel Stein auf dem Planeten, ne? Ja, es geht aber hier. Gerade unterirdisch ist hier sehr viel los. Also Geldkassetten, Wasser. Oh, hier stürzt alles ein aus unergründlichen Gründen. Hast du gerade irgendwas ausgelöst? Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe gerade so eine Stadt gefunden mit einer Steinbanane und so. Ich weiß nicht, ob das was das ist. Eine Wohnstadt? Nee. Alter, was ist das hier? Hier fällt gerade die ganze Welt zusammen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich dachte, du wärst das jetzt, weil plötzlich der ganze Kies von oben runter kam rechts. Und ja, hier fällt alles nur so runter. Ach, das ist so eine Hotelstadt, weißt du, mit den, mit den Retro-Möbeln. Retro City Rampage? Was? Mit dem Kühlschrank und so. Ah. Geil, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und was zum Henker war das denn jetzt bitte? Und ich hab nichts aus. Und vor allem, wie viel Wasser da runterkommt. Was hast du denn gemacht? Ja gut, das reicht manchmal aus, wenn da nur ein bisschen Wasser drauf kommt, dann fällt das von selber. Nee, das war nicht. Das sag ich ja. Ich war hier, ich zeig dir das mal kurz. Ich bin ja hier nur entlang gegangen. Wenn Sie mal kurz auf meinen Bildschirm gucken. Ja. Ich habe hier links geagiert, aber hier rechts bin ich einfach nur lang gelaufen. Auf einmal sah ich, laufe ich hier so lang, denk mir nichts, auf einmal stürzt hier alles ein. Deswegen dachte ich, du wärst das. Nein. Das Spiel bietet sogar Überraschungsmomente. Es steigert sich. Was war das? Was? Das habe ich ja gerade schon gefragt. Eben was? Eine Ananas. Das Wasser ist nass. Ne, wenn's kribbelt, macht's Spaß, oder was? Nee, das Wasser ist nass. Ja. Alter, was da alles runtergekommen ist an Ressourcen, ich... Wow, ich liebe dieses Dingens. Und ich hab hier... Was, oh? Oh, du Fröhliche. Und ich hab Kristalle gefunden. Ich hab Milch gefunden in dem Kühlschrank. Ach, Milch. Und Vorhänge. Olga-Milch. Und ich bin angeblich voll. Das bist du öfter mehr als einmal. Das glaubt man, das kann ich dir bestätigen. Ich weiß noch, auf dem letzten Planeten, da wollte so was mitnehmen, aber so wieder bis zum Rand voll. Ich hab Board gefunden. Board. Ein Circuit Board. Was ist das? Ach so, das ist für die Roboter. Das kannst du im Grunde wegwerfen. Das kannst du locker herstellen. Okay. Das ist von der Tech Werkbank. Wenn du Platz brauchst, das brauchst du nicht unbedingt. Aber ich bin hier unten schon in Lava mal. Ich wollte nur sagen, ich bin hier unten schon im Magma Lava Bereich. Aha. Hier wird's so ruhig. Ja. So. Nochmal Milch gefunden. Noch mehr was gefunden. Hier ist was? Ruhig, ja. Ja, genau. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich heiße jetzt so Klaus. Wenn ich so reimen kann, bin ich doch ein Supermann. Halalalali, halalalalo, halalalalam, halalalale, halalalalu, halalalale, halalambo. Alcarambas, Sendolita, Limbo. Übrigens ein Let's Play, was man sich gerne auf meinem Kanal angucken kann.
Ein Indie-Titel, welcher nur aus zwei Farben besteht und jede Menge Zwischentöne von Schwarz zu Weiß und jede Menge Grautöne. Wer sich jetzt gefragt hat, was das ist, kann sich's gerne mal angucken. Du, du, du. Oh, hier ist wieder so ein Kies-Mies. Und hier fällt wieder alles runter. Yay. Und Diamanten und Diamanten und Diamanten. Tonnenweise und schon. Oh, Alter. Was da alles runterkommt. 7 Millionen Tonnen Kies. Also ich räume mir lieber das Haus aus. Hast du was gegen Kies? Diese Wohnanlage. Es ist immer so sandig. Ah, okay. Hast du was gegen Sand im Getriebe? Ja. Ja, da ist man immer so antriebslos. Okay, das war ein blöder Witz. So, ich richte mich mal wieder auf. Ich lümmel mich hier gerade so ein bisschen hin. Deswegen hier nochmal erwähnt, in dieser Aufnahmesitzung oder in der alten habe ich auch noch ein anderes Verfahren verwendet. Deswegen hört man meine Stimme ein bisschen mit mehr Hall. Mit mehr Hall. Jetzt auch bei Ihnen. Solange es nicht Hulk ist. Wieso? Der wäre voll stark. Und niemand steht auf grün. Doch, ich. Ach, du magst Hulk. Ja. Magst du auch Popeyes Spinatbad? Popeye den Seemann? Hey, hier ist ein Händler, der verkauft Wasser. Ach, ja. In der Flasche. Nein! Ich dachte Wasser in der Hand. Oder im Glas. Oder vom Bäcker auf dem Brot. Hä? Nee, Moment, das war kein Wasser, das war ein... Nee, das lasse ich jetzt. Das war ein anderer Bäcker. Ja, Boris! Bäcker! Der Spaßentdecker! Ja, das kann man ja so sagen. Mm. Sorry, aber... Der war ja oft genug im Fernsehen. Naja, und in der Besenkammer. Ich weiß nicht, wo er öfter war. Wahrscheinlich in beiden. Man munkelt, dass er im Fernsehen öfter war, aber ich glaube, da ist doch was anderes. Hilfe! Man kennt ja immer Kinderquatsch mit Michael und da gab es dann Beckensport mit Boris. Da wollte ich früher immer sein. Ach so, du meinst es, ja, Kinderquatsch mit Michael. Ich wollte immer auf dieser lustigen Giraffe sitzen. Ja, die war irgendwie witzig, das stimmt schon. Er hatte viele Tiere, aber die Giraffe war am besten. Die Giraffe, I like this. Wobei das Zebra auch nicht schlecht. Naja, der weiß nicht so. Boah, wie viele Rohstoffe. Hier sind so viele Rohstoffe im Böden. Ja, ich komme auch gleich mal runter zu dir. Oder zumindest irgendwo in den Boden. Ich hab grad einen Musikausfall. Ach, das habe ich öfter mal. Das ist nicht so tragisch. Daneben. Ja, bitte. Du hast keins mehr. Nee. Was hat dich getötet? Irgend so ein Schiggy-Ding. Schiggy. Ja, Schiggy, du bist schick. Ich fand's immer lustig. Wow, ich hab. Oh, Kisten gefunden. Ja, ich rede auch nur in meinem Namen. Ja. Bist du rechts lang gegangen? Nein, ich bin... Ja, weiß ich nicht mehr, weil... Du stellst mir Fragen. Vor 5 Stunden bin ich mal irgendwo abgebogen. Ich bin nämlich unter der Erde, weißt du? Nee, ich ja, weiß aber ernsthaft jetzt nicht. Aber du kannst rechts lang gehen, weil du bist bei mir links angezeigt. Mhm. I see diamonds in the sky. Yes. Was? Welch ein Wagnis. Das kriegt ihr nur hier geboten, ein Wagnis. Oder wie ich mich selbst in Kies begrabe und von sägeschneidenden Kackbuzen angeatmet werde. Okay. Hadoki Samadiota! Oh, ich war hier runter. Das wollte ich gar nicht. Ja. Yes! Yes, I did it again. Haha. I love the pain. Hey, warum zählt Löhre auch als Wasser, wo man ertrinken kann? Hm?
Ja, ich kann in Säure ertrinken, wusste ich auch nicht. Okay, meistens springt man so schnell raus, dass man das gar nicht bemerkt. Würde ich mal so frech behaupten. Hey, ich habe was frech behauptet. Oh nein, oh my goodness, it's pain. So. Und meine Taschen sind schon wieder voll. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann nichts mehr einstecken. Oh, ich habe... Achso, ich dachte, Kirby ist wieder da. Oh nein. Ich habe die rote Gefahr hier. Seid ihr friedlich? Ich muss wissen, ob ihr friedlich seid. Nein, sie sind böse. Nein, sie sind wirklich friedlich. Ja, und jetzt greifen sie mich an. Was sind denn das für hinterhältige Scheißviecher? Scheiß. Nimm das. Ja, auch nicht schlecht. Nein, hinter mir ist jetzt noch einer. Alter, wie viele sind denn das jetzt? Kotz deine Steinbrocken woanders hin. Geh weg, ich schnitzel dich. Ich weiß, wie das geht. Ich hab ein Messer. Ich weiß, wie man sie benutzt. Mist, mir fiel gerade noch ein besserer Spruch ein. Scheiße. Mhm. Ich schnitzel dich. Ich hab meine Kochsendung gesehen. Ich weiß, wie das geht. Achso, hier war ich ja schon. Tja, ja, ich war hier schon mal. Finde ich aber nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. Ja, da sollen ja immer sehr viele Rohstoffe sein. Man sagt sich, Rohstoffe sollen da viele sein. Und dann unterwusste mehr, aber dann war ich irgendwie besser zu hören. Ich weiß es nicht. So, ich grab mich mal hier durch den Sand, den Kies, den Stein und den feinen Peiniger. Oh, mein. Der Server ruckelt wieder. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das seit dem letzten Patch so extrem schlecht läuft. Weil das Starbound ist. Weil es Starbound ist, dann brech das ein. Da sind Frames mal hier, dann sind die Frames mal hier. Dann kommt ein Vibe herein, die sind dann weg. Dann Ressourcen, dann Ressourcen. Oh, wie viel Sand hier ist. Boah, das ist so sau trocken. Ich krieg direkt Durst vom Zusehen. Ja, würde ich gleich in der Aufnahmepause auch erstmal machen. So ist ja heute auch die letzte Aufnahme in der Sitzung heute. Erstmal, ja. So, weil eigentlich wollten wir nämlich in dieser Sitzung schon lange den Drachen gemacht haben, aber wir haben leider alles verloren durch den blöden Patch vom Spiel. Ja. Und müssen uns jetzt wieder erstmal ein bisschen was zusammensammeln. Brauchen wir da nicht Titanium für? Yes. Yes, man! We need something of this fire. So, ist da jetzt irgendwas Interessantes? Was ist? Es könnte sein. Ich weiß es nicht. Überall diese Lava. Überall. Überall ist sie. Wer hat sie dort platziert? Was Gott. Ja, ich auch. Der Planet ist nicht sonderlich groß. Und hier sind irgendwelche Steinsäulen. Ja. Ich wollte einfach mal das Geräusch von mir geben. Ach so. Nein, das war eigentlich nur... Ich komme hier nicht runter, verdammt. Und dann falle ich direkt in die Lava. Oder auch nicht. Das war mal dabei. Ja, das ist so prima. Das ist wunderschön. Und das war auch klar. So. Ach, es ruckelt wieder. Ja. Präzises Abbauen ist gerade ein bisschen... Incompatible desto monta geschießen. Was soll denn ein böses? Einfach, ich nahm den Bogen. Ich spannte ihn. Ich sah einen Feind. Vielleicht war es eins, ich weiß es nicht. Aber egal, ich habe den Bogen genommen, den Pfeil gespannt. Anvisiert, abgeschossen. Hat nicht getroffen. Dann gab es einen kleinen Ruckler und ich hatte ihn wohl getroffen, weil es verzögert war. Und dieser Feind, er sprang mir entgegen. Er wollte mich killen. Er wollte sich rächen. Und weißt du, was er getan hat? Ist am Stein prallen geblieben und mitten in die Lava. Oh, und er hat so schön gebrannt. Es war elegant, charmant und verbannt in der Lava wohl die, wo wohl da war. Schabadi und Schabadai. Ja, ich würde mal Kohle finden. So, und bei mir ruckelt's schon wieder wie Sau.
Oh, geh weg, du Schneiß, Muggelscheißer, fuck, der Kackdackbackel. Was? Eine scheiß Verkackdackbackel. Eine scheiß Verkackbackt. Oh. Oh, ein Würmchen. Ich komm da nicht so schnell hin. Oh, und wenn es das letzte in der heutigen. Nicht ohne mein Würmchen, genau. Denn, wenn ich mich nicht vertue, es gibt ja hier auch immer nur Easter Eggs in dem Spiel. Es gibt auch Zelda Easter Eggs und sonst was für Easter Eggs, was weiß ich. Das ist ein Easter Egg an Worms. Unschwer zu erkennen an dem Würmchen. Ja. Da steht irgendwas drauf wie I need a grenade. Das ist bla 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 bla. Und dann irgendwas mit Grenade. Ich muss dahin. Nichts wird mich davon abhalten. Außer natürlich der Server stürzt ab. Aber das ist natürlich höhere Mächte. Aber meine hohe Macht wird das unterbinden. Nicht bevor ich. Außer ich krieg Hunger. Nein! Er kriegt Hunger. Hast du noch Essen dabei? Nein, aber das tut nichts zur Sache. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich werde diesen Wurm kriegen. Und wenn es das letzte ist in dieser Folge, was ich glaube ich auch sein werde. Nein! Es ist wieder scheiß steinhart. Oh Mann. Es ist Magma. Es ist Magma. Nein! Meinst du das Pokémon? Nein. Nein, noch schlimmer. Wieso? Es ist so hart. Hart wie Stein. Es ist hart like Stonehenge. Was? It's like Stonehenge. Yay, some orbit Stonehenge. Die will aber du dab die da da. Yay! A stone warm statue. Ist hier sonst noch was außer böses Enden nehmen? Oh, warte mal. Was haben wir denn da? Ist da vielleicht? Ist da vielleicht? Nein. Ist da vielleicht doch? Nein. Aber vielleicht? Nein. Nein, doch nicht. So. Hier ist so ein tiefes Loch, aber ich habe hier überall Lava, deswegen. Oh, kristallin! Also. Oh, und Freunde. Ja, ja, du mit deinem Triple-Hop. Du hast eher einen Tripper-Hop. Hallo? Ein Fight nach dem anderen. Ist das hier ein Battleground? Now. The Battle. The Battlemorph. Das waren ja übrigens die Entwickler von, Castle Crashers. The Beomorph. Ja, hab ich doch gerade gesagt. The Beomorph. Ich hab Battle Morph verstanden. Ja, das habe ich vorher gesagt. Danach habe ich gesagt, und das waren die Entwickler davon. Dann bin ich. Alter, ich hatte gerade. Das Spiel mich gerade ein bisschen auf den Arm nehmen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe noch, nur noch Essen. Jetzt habe ich ja nur noch einen Balken. Ich habe mich doch nur durch eine Wand gearbeitet. Sie war aber so steinhart. So nur. So unnachgiebig. Ich will die Kristalle haben, weil unglaublich wichtig und so. Oh, oh. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Was sagt denn der Timer eigentlich? Der Timer sagt, ich habe keine Zeit auf ihn zu gucken, weil sonst ich sterbe und so. So, der Timer sagt, rechts habe ich Miss Piggy. Piggies! Piggy, Piggy, Piggies, Piggy, Piggy, Piggies, Piggy, 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 Piggies. So, der Timer sagt, wenn ich das hier abgebaut habe, ist Folgenende. So, okay. Haben wir schon 28 Minuten. So, dann machen wir hier nämlich mal Schluss, weil einfach Timer und so, das muss ich ja nicht groß erklären. Ja, die Zeit sagt, ja, machen wir mal Schluss. So, und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Starbound. Und ich bin hier am Rumhampeln wie so ein alter Moloch. So, ich beende hier schon mal das Ganze. Und in diesem Sinne sage ich immer wieder gerne, wir sind die Unholde der Galaxie und deswegen. Wusch. Hinfort. Hinfort. Sternzeit 8472. Bis morgen.